und herzlich willkommen, ich bin's der Jan und das hier ist mein erstes eigenes FIFA 12 Video. Ich dachte, wir spielen jetzt mal einmal hier Mann gegen Mann Saisons, eine kleine Runde und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an hier. Hier, ich nehme meine Bayern. Schöne individuelle Formation. So. Ja, das soll es auch sein. So, vielleicht. Ja, ja, passt schon. So, dann suchen wir doch mal einen Gegner. Tja, das hatte ich ja schon länger nicht mehr, so lange zu warten. Normal kam er. Bestimmt, Barca oder Real. Würde ich eigentlich schon drauf wetten. Obwohl, meistens, wenn ich das sage, ist es irgendwie doch nicht so. Obwohl, ich sage es eigentlich immer, weil es eigentlich fast immer so ist, wenn man 5 Sterne Team nimmt. Wenn ich das jetzt oder schon mal gehe. Hier ist die Allianz Arena auf den Kommentatorenplätzen. Manni Breukmann und Frank Buschmann. Ah, gegen Deutschland. Oh, das gab es ja wirklich mal, glaube ich, beim Abschiedsspiel von dem Olli. Oliver Kahn. Oh. Der Klassenerhalt machbar ist. Aber für Prognosen ist es noch etwas zu früh. Ribéry. Aggressive Attacke von Mesut Özil. Die deutsche Nationalmannschaft, ja, die hat ja. Ja, mittlerweile muss ich schon sagen, gestern war das ja, ein Testspiel gegen die Schweiz absolviert und dann eine miese 5:3 Klatsche bekommen. Und ja, Neuer, der ist einfach top. Aber den habe ich auch. Und ja, man muss auch sagen, halt, Jogi hat auch gesagt, ist halt noch ein uneingespieltes Team und. Na gut, aber ich meine, wenn die Bayern-Leute sind halt gestern dann abends wohl noch angekommen und steigen dann Montag ins Training ein, ich denke, dann wird das schon hinhauen. Also ich denke auf jeden Fall nicht, dass Spanien wieder Europameister wird. Das glaube ich nicht. Och. Ich denke irgendwie Deutschland oder Holland, denke ich eigentlich. Ja, Deutschland oder die Niederlande, würde ich sagen. Toni Kroos. Was ist das denn? Ja, oh, Rabona Cross? Schade. Tja, ein Versuch was wert. Schön. Ein herrlicher Pass. Ja, yeah, hallo. Egal, wo der Ball herkommt, diesmal von der Seitenlinie. Und jetzt wollen sie das Flügelspiel forcieren. Nee, so nicht, mein Sohn. Das sag ich mir so, na egal. Ribéry. Pass raus, jetzt soll es über die Außen gehen. Na, das wird dann das auch. Verunglückt dem Ribéry. Naja. Mesut Özil jetzt. Ja, wenn Özil du den natürlich. Stürmer im Rücken hast, dann und Schwanni. Rafinha. Gomez. Was war das denn? Toni Kroos. Arjen Robben im Ballbesitz. Ein Versuch der Balleroberung. Ja. Mesut Özil jetzt. Gut dazwischen gegangen, Bastian Schweinsteiger. Er ist wichtig für die Bayern. Was ist das denn hier? Ich komme ja gar nicht Özil bis vorne ran. Gomez. Ah, aber ich dachte. Ah, siehste, schon habe ich den Ball, ja. Bastian Schweinsteigers Duell um den Ball. Gomez. Ah, da wollte ich doch gar nicht hin. Ich wollte doch direkt durch Müller. Naja. Ribéry. Na. Ah. Abseits. Der Schiedsrichterassistent entscheidet auf Abseits. Ob das die richtige Entscheidung war? So, das ist Abseits, brauchen wir gar nicht lange diskutieren. Und wir können hier belegen, mit der Pille. Aber eine richtige Entscheidung. Das wollten sie ja gar nicht, aber Bastian Schweinsteiger hatte ihn den Ball. Schürrle. Oh. Der Ball läuft, macht er ihn rein, gehalten zunächst. Nein. Oh, naja, er ist so top.
und die Gefahr ist top, der Junge. Dankeschön. Philipp Lahm mit einer Grätsche. So macht das richtig, er gibt Vorteil. Na los. Und das ist Spielfluss und das wollen wir doch sehen. Das muss es sein. Ach, so ein... Wird das was für die... Tja, nicht mit dem Frank. Also, dass er so lange gebraucht hat, wieder ins Tor. Er steht da sehr schön. Kam denn das? Kann man das vielleicht sehen? Ziemlich falsch. Ja, also, das ist überhaupt kein Stellungsspiel. Völlig falsch berechnet. Also, das ist gar nichts. Und die Bayern, sie sind in Führung gegangen. Schürrle. Wow. Müller. Wird er heute die Erwartungen erfüllen, Frank? Und genau das zeichnet ihn aus. Einmal für ihn. Dieses Spiel gut. Gegen den Ball. Das Aufbauspiel für den Gegner zerstören. Und das macht er richtig gut. Schön. Ja, das war aber Rettung in letzter Sekunde. Müller. Okay, das war klar. Gomez. Und nun hat Ribéry den Ball. Toni Kroos. Ribéry. Marco Reus. Und da bringt er den Fuß noch dazwischen. Jetzt nimmt er dem Verteidiger den Ball ab. Daraus könnte sich eine Torchance entwickeln. Schweinsteiger am Ball. Philipp Lahm. Zack. Ribéry. Und eine Grätsche von Bastian Schweinsteiger. So macht er das denn nicht? Was für ein Pass! Geil, endlich mal. Aber das war aber auch richtig dumm von ihm jetzt. Wieso holt denn der sein Torwart da so dumm raus? Kann ich schon frei spielen und zack. Geil. Obwohl, eigentlich ein bisschen dumm, aber naja. War nicht so gedacht. Philipp Lahm hat den Ball. Gutes Tackling auf der Außenposition. Vor allem habe ich eben ganze Zeit probiert, hier mit Ribéry erstmal JJ hinzukriegen, ja, ein Rainbow. Toni Kroos. Ach, Toni, so doch nicht. Götze. Ein Traumpass. Ist sowieso noch innen. Und. Da kämpft er weit draußen und hat den Ball. Das wäre jetzt natürlich dumm. Ja, der Tor. Und weiter hat er aufgepasst. Doch nicht. Tor. Was? Wohin? Den hat er jetzt nicht sauber erwischt. Ah, heftig. Toni Kroos. Hm? Naja. Und eine Grätsche von Bastian Schweinsteiger. JJ verkackt. Wer will ihn? Den Ball. Da liegt er doch. Ah. Schürrle. Und Ross ist dabei. Und damit ist der erste Durchgang vorbei. Zur Pause hat der FC Bayern München ja. Die Nase vorn. Oh, 2-0 zur Halbzeit, aber dass der auch gespielt hat, ey. Waren im Grunde ja gar nicht meine Tore, es waren eigentlich ja seine. Mehr oder weniger. Und jetzt scheint er mir ein bisschen angepisst zu sein. Naja. Ist doch seine Schuld, wenn er den zweimal so dumm den Torwart rausholt. Naja. Möchtest du auch weitermachen oder? Eher nicht so. Anscheinend nicht so. Also anscheinend spekuliert er darauf, dass ich abbreche. Das würde ich natürlich aber nicht tun. Ja, und jetzt, ich wollte gerade meinen, du. Ja, weiter geht's, ne? Ja. Er nutzt jetzt natürlich hier die gesamte Zeit aus. Ja. Naja, ich werde jetzt mal kurz pausieren hier. Bis gleich. So, weiter geht's. Dann wechselt er den Kroos ein. Das wird sich der Trainer denken. Und wenn er jetzt überhaupt. Und Schöne kommt raus. Dann ist es ein frischer. Und weiter geht's hier. So, auch von uns aus kann's wieder losgehen. Die zweite Halbzeit ist angepfiffen. Okay, das war Müller. Klasse Zuspiel.
Okay. Das war schon mutig, sich in diesen Ball reinzuwerfen. Hey. Jerome Boateng. Ah, ein klasse Doppelpass. Was? Was macht denn der? Was macht denn Basti da? Ja, das könnte was werden. Da schmeißt sich den ganzen Tag heute hin, der Basti. Naja. Es wäre auch kacke gewesen. Gerne hier nochmal. Ribéry. Und der kommt genau an. So, da bin ich mir sicher, gibt's ordentlich was auf die Ohren. Macht er da? Boah. Auch wenn es diesmal kein Tor war, sie spielen klasse. Ballbesitz für Bayern München. Gomez. Gutes Zweikampfverhalten, aber sie kriegen den Ball nicht. Mach. Mesut Özil jetzt. Toni Kroos. Schöner Pass. Nee, nee. Oh, schade. Boah, was ist denn da noch im Pass? Naja. Ist ja angekommen. An mir. Na gut. Was soll ich da auch gegen drei, vier Leute machen? Drei? Hummels. Toni Kroos. Hey. Jetzt müsste er flanken. Fast so schnell wie David Odomko, aber der war zu schnell für den Ball. Ja, aber der ist unglaublich schwierig zu verteidigen, der Bursch hier. Unglaubliche Beschleunigung. Gomez. Arjen Robben im Ballbesitz. Wunderbar herausgespielt. Arjen Robben wieder mal mit einer Lehrstunde für den Gegenspieler. Ich stehe mal gar nicht so schlecht, aber nun kommt da noch ein paar Millimeter. So zerstört man das Angriffsspiel des Gegners. Ja, ein paar Millimeter geht er dann vorbei noch. Gute Flankenmöglichkeit. Toller Pass. Na komm. Zack. Weg ist er. Gomez. Arjen Robben im Ballbesitz. Hey. Bis hierhin und nicht weiter, sagt der Verteidiger. Okay, dann wechseln wir auch mal aus. Können wir denn mal auswechseln? Ach, Alaba hat ja so viel, genau. Aber gut, was ist. Ich glaube, ich bringe mir den Knowledge. Ich bin Gomez. Schweinsteiger am Ball. Mesut Özil jetzt. Da freut Dankeschön. Sich der Trainer. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Arjen Robben im Ballbesitz. Zack. Jetzt schießt er und... Ah, also die sind heute verdammt. Wirklich gut drauf. Schade. Das muss man tatsächlich sagen. Das Tschüss, Mario. Ist aufgegangen, aber ein frischer Mann kann niemals schaden. Schweinsteiger am Ball. Klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Und... Ach, verdammt, verzogen. Toni wie, verzogen. Da klebt der Ball. Nein, das wollte ich doch nicht. Gomez. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Ah, verdammt. Oh, eine wunderschöne Traumkombination. Ja, das war ja auch nee. Genau auf den Torwart gezielt. So nicht. So wünscht sich das der Verein. Totale Identifikation zwischen den Fans und der Mannschaft. Ja, und das ist kein Wunder und das ist natürlich auch einfach. Wenn es läuft und das ist von Beginn an hier der Fall, dann haben sich alle lieb. Ein herrlicher Pass. Da wird er vom Ball getrennt.
Ja, tolle Chance. Der könnte passen. Klasse Abwehr. Der Mann, der Philipp rettet. Ah, warte, vielleicht so? Oder so? Ja, so schnell kann das gehen. Eine kleine Unaufmerksamkeit und schon ist der Ball weg. Ja, genau dahin natürlich. Wo auch sonst. Da wird der Trainer zufrieden sein. Und eine Grätsche von Bastian Schweinsteiger. Ein Trapass für eine klasse Tat. Sag ja, Manu. Ja, er ist drin. Hätte ich jetzt eigentlich nicht mit gerechnet. Aber naja, wieso nicht? Er scheint sich einiges vorgenommen zu haben für die Partie. Das war schon sein zweites Tor. Aber Manu hier. Ja, das ist ein ganz, ganz klarer Torwartfehler, hier deutlich zu erkennen. Tja. Den kann er nicht festhalten, muss er aber. Und dann ist das natürlich eine Pflichtaufgabe. So, komm, 5 Minuten schaffst du noch. Marco Reus. Vielleicht machst du ja noch ein Tor. Götze. Schweinsteiger am Ball. Thomas! Die Fans, ach, danke. Sie freuen sich über solche präzisen, ach, Abwehraktionen. Und jetzt kommt Bastian Schweinsteiger an den Ball. Badstuber. Toni Kroos. Und der Pass, Dankeschön, von Bastian Schweinsteiger landet. Die geben mir aber ganz schön viel Geschenke, ne, oder? Ach. Jerome Boateng. Und eine Grätsche von Bastian Schweinsteiger. Wie damals Schwarzenbeck. Grätsche und Ballbesitz. Oh, immer diese Fehlpässe mit dem Rabbinock aus. Ja, das hat er kommen sehen. Hey, sag mal. Jetzt geht's aber los hier. Oh, ein hartes Zweikampfverhalten. Ich bin mal auf den Schiri gespannt. Und jetzt wird's ganz gelb für die Deutschen. Oh, 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 oh. Jetzt darf er sich nichts mehr erlauben. Ja, das geht ja auch nicht. Also, kannst bitte weitermachen. Danke. Nee, nee. Stoß jetzt. Ach. Drei Tore für der einen. Naja, für der 3 zu 0. 3 zu 0, das Endergebnis. Auch wenn eigentlich 2 von ihm waren. Diese und das dritte ein toller Erfolg. Auch eigentlich und glücklich. Das bedeutet Optimismus und Ehrgeiz. Aber naja, ich hoffe und ich bin fast sicher, ich kann zufrieden sein. Ich krieg jetzt schön 3 Punkte für die Saison. Mein Name ist bin jetzt ja leider abgestiegen in Liga 2. Ja, und hoffe natürlich, dass ich bald wieder in Liga 1 aufsteige. Einen Titel habe ich nämlich noch nie geholt. Bei 7 Saisons oder so in Liga 1 oder 5. Ja, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Na gut. Er kann sich irgendwie noch nicht so damit abfinden. Schon in der Halbzeit hat der Typ ja nicht weitergemacht. Aber ich würde jetzt natürlich nicht abbrechen, ist ja klar. Das waren seine Chancen. Oder seine Chance. Glück. Ja. Na gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch mal einen Daumen hoch. Und abonniert uns auch. Das wäre natürlich sehr nett hier. Matchwinner. Spiel des Tages, Franck Ribéry. Hat 2 Tore gemacht. Ja, auch um Mainz. War nicht so schwer für ihn jetzt. Ja, also wie gesagt, gerne Daumen hoch geben, gerne auch abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Can. Peace.